gehören zur Luxusklasse bei den Ökosportlern. Der BMW i8 und Porsches Panamera S Plug-in Hybrid. Wir sind in der ewigen Stadt, wir sind in Rom bei Test the Best Electric. Hier geht es um Plug-in-Hybriden. Das sind Automobile, deren Batterie an der Steckdose aufgeladen werden kann. Und bekanntlich lernt man ja das Sparen bei den reichen Leuten. Und reich muss man auch sein. Porsche verlangt 106.000 Euro für seinen Hybrid Panamera. BMW nimmt geradezu 140.000 Euro für den i8. Und was beide nun wirklich können, das schauen wir uns genauer an. Porsche brachte als erster Hersteller 2013 einen Plug-in-Hybriden in der Luxusklasse an den Start. Die Breite des Wagens macht ihn vor allem auf Landstraßen unübersichtlich. Das flache Heck und die breiten C-Säulen schränken den Blick nach hinten unnötig ein. Ein Raumwunder war der Panamera auch noch nie. Im fein verarbeiteten Cockpit lässt es sich zwar selbst für große Fahrer bequem reisen, das flache Dach aber schränkt im Fond die Kopffreiheit stärker ein, als man es in dieser Klasse gewohnt ist. Dazu kommt, dass der 9,4 Kilowattstunden große Akku das Kofferraumvolumen stark reduziert. Gerade mal 335 Liter passen hinter die serienmäßig elektrisch betätigte Klappe. Ein Panamera S ohne Hybridantrieb schluckt 110 Liter mehr. Schade eigentlich, denn die Zuladung von 432 Kilogramm ist durchaus alltagstauglich. Und wo wir schon beim Mäkeln sind, das Bedienkonzept mit zahlreichen verstreuten Schaltern und Knöpfen ist unübersichtlich und nicht immer intuitiv zu erfassen. Dafür hat Porsche den Panamera beim jüngsten Facelift optisch fit für die nächsten Jahre gemacht. Die dezenten Änderungen stehen der Limousine ausgezeichnet. Selbst das dicke Heck wirkt nun bekömmlicher. 30 Kilometer rein elektrisch fahren. 2,2 Tonnen schwer, 270 km/h schnell, 416 PS Systemleistung. Trotzdem soll der Plug-in-Hybrid Panamera gerade mal 5,5 Liter auf 100 Kilometern verbrauchen. Ganz klar, dieser Porsche ist Ökologie in der Vollfettstufe. Das Auto gibt sich Porsche-typisch. Er ist direkt, er ist handlich, er wirkt sportlich, vor allem wenn natürlich Elektro- und Verbrenner zusammen die Hinterachse antreiben. Vorne steckt ein V6-Motor, 3 Liter Hubraum, 333 PS und dazu kommen nochmal 95 Pferdchen, die elektrisch erzeugt werden. Nun ja, 106.000 Euro kostet der Spaß. Da gibt es sicherlich günstigere Möglichkeiten, ökologisch unterwegs zu sein, aber sicherlich wenige, die so viel Spaß machen. Vor allem für Kilometerfresser, denn die Reichweite des Panamera S Plug-in Hybrids liegt bei über 1000 Kilometern. Der BMW i8 ist seit Mitte 2014 das Flaggschiff der i-Baureihe. Die Flügeltüren sind ein Hingucker, aber Platz nehmen will geübt sein. Drehen, ducken, den Po über den Schweller wuchten und wegsacken lassen. Die Schalensitze sind erstaunlich bequem, der schmale Fußraum groß genug für lange Beine. Ungewöhnlich für einen Mittelmotorsportler. Vor der Hinterachse gibt es zwei Notsitze, die wegen der steilen Lehne nur Kindern zuzumuten sind. Der Kofferraum ist knapp, insgesamt 154 Liter fassen kaum mehr als das Wochenendgepäck. Die Luke direkt hinter dem Verbrenner taugt außerdem nur für hitzefeste Utensilien. Für Fahrer und Beifahrer ist der i8 eine luftige Raumkapsel mit vertrauter Bedienung. Im Moment fühlt man sich so ein bisschen wie Captain Kirk auf dem Raumschiff Enterprise. Zwei große Displays, das Pfeifen vom Elektromotor, wenn er rein elektrisch fährt, das hat schon was Surreales. Das ist schon sehr modern, sehr technisch. Ansonsten vom Layout her fühlt sich das gut an, das sieht ordentlich aus, auch wenn zum Beispiel die Klimaanlage einem sehr vertraut vorkommt oder auch der CD-Wechsler. Das sind sicherlich bekannte Bauteile, die übernommen worden sind. Aber ansonsten vom Layout her, vom Design her, futuristisch, sehr modern. Das ist auf jeden Fall für 140.000 Euro ein kleines Raumschiff auf Rädern.
Im E-Drive-Modus fährt der Teilzeitstromer unter idealen Bedingungen 37 Kilometer weit rein elektrisch oder maximal 120 Stundenkilometer schnell. Erst wenn der Verbrenner anspringt, wird der i8 zum Sportler alter Schule und das mit diesem kleinen Motörchen. Aus nur 1,5 Liter Hubraum presst der aufgeladene Dreizylinder immerhin 231 PS. Mit dem Elektromotor erreicht der i8 sogar 362 PS Systemleistung. Damit dauert der Sprint auf 100 nur 4,2 Sekunden, bei 250 Stundenkilometer ist Schluss. Der Verbrauch soll im Idealfall bei nur 2,1 Litern liegen. Wir ermittelten im Praxistest mit ungeladener Batterie 7,2 Liter. Die Reichweite über 560 Kilometer. So ein i8 ist ein klares Statement. Hightech auf vier Rädern. Carbon, Monocoque, außergewöhnliches Design, Flügeltüren. Ganz klar, dieses Auto ist ein Poser. Der ist für die Straße gemacht, um sich zu zeigen. Einziges Problem vom i8. 140.000 Euro kostet der Spaß. Das ist eine Menge Kohle für so einen Carbonflitzer. Von der Technik her und vom Design ist der Panamera deutlich konventioneller. Dafür ist er aber auch alltagstauglicher und wesentlich unauffälliger. Der Vorteil von diesem Panamera ist, er kostet auch nur 106.000 Euro. Für die Preisdifferenz bekomme ich auch noch i8s kleinen Bruder, ein i3. Man sollte sich aber nichts vormachen. Der Preis für ein ökologisches Glaubensbekenntnis in der Luxusklasse ist in jedem Fall hoch. Letztendlich entscheidet hier wohl sowieso der persönliche Geschmack und nicht unbedingt die Vernunft.